Der Innenhof des Schlosses Aschach war gut gefüllt. Schon den ganzen Tag standen die altehrwürdigen Gemäuer unter dem Motto Sicherheit und Hallali. Die Jägerschaft und die Polizei präsentierten sich und ihre Leistungen dem Publikum. Krönung der Veranstaltung war das gemeinsame Konzert der oberösterreichischen Polizeimusik und der Jagdhornbläser des Landes. 2 Jahre war es nicht möglich, in so großem Rahmen zu spielen. Und es ist wirklich ein schönes Erlebnis, sie wieder so zu erleben, wie sie heute hier aufspielen. Ja, es ist wirklich ein erhebendes Gefühl. Nach 2 Jahren Kommunikations- und Kulturabstinenz, das zu erleben, ist wirklich super in dieser Qualität. Also mich berührt es nicht nur, oder mich erreicht die Musik nicht nur in den Ohren, sondern auch im Herz. Und die Riesenmenge von Menschen, die da sind, ungezwungen, so wie wir es gewählt sind, einfach unsere Kultur, unsere Gesellschaft zu erleben, ist schön. Bei dem Wetter nur dazu, Wahnsinn. Es ist wunderschön, ja. Es ist eine sehr lange Periode jetzt vorbeigegangen, die wirklich für die kulturelle Landschaft schwierig war. Und darum kann man es umso mehr genießen, wenn es jetzt wieder losgeht, wenn man wieder gemeinsam feiern kann, wenn es auch wieder warm ist heraus und man oben da gemeinsam auch bleiben kann. Das Publikum im Schlosshof war jedenfalls begeistert von den musikalischen Qualitäten der Polizei und der Jäger. Mit einem bunten Potpourri bekannter, aber auch eigens komponierter Stücke bewies man eindrucksvoll, dass Polizei und Jäger mitunter eine Einheit bilden können. Grund genug für den Aschacher Chefinspektor und Jäger Adi Wöst, dieses Konzert auf die Beine zu stellen. Die Polizei und die Jagd hat mehr Anknüpfungspunkte, als sich so mancher denken möchte. Neben dem gemeinsamen Einsatz auf der Straße, wenn ein Wild zusammengefahren wird, haben wir es heute gewiesen, dass wir auch musikalisch sehr gut zusammenpassen. Die Polizeimusik und die Jagdhornbläser. Und die können wirklich gut miteinander, vor allem auch musikalisch. Der Rahmen für die Veranstaltung, das Schloss in Aschach, hätte nicht besser gewählt werden können. Da ich in Aschach wohnhaft bin und mir das Schloss schon seit meiner Jugendzeit als sehr gutes Ambiente in Erinnerung ist, war der Weg und der Schritt nicht weit, die Frau Gerstner zu fragen, ob wir hier diese tolle Veranstaltung machen dürfen.